Was dachtest du, als ich damals nach so langer Zeit den Kontakt zu dir wieder aufgenommen habe? Das fragte letzthin meine Tochter ihre Dualseele und seine Antwort hat mich sehr erstaunt und die wird auch dich erstaunen. Und wie, dass dich diese Antwort motivieren kann, dran zu bleiben und weshalb, dass du unbedingt dranbleiben solltest und weshalb, dass es zwischendurch Testphasen braucht, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Und wenn du seine Antwort wissen möchtest, dann bleib doch bis am Ende mit dabei. Ich verlinke dir hier noch die 7 Stufen einer Seelenverbindung. Wenn du neu bist auf dem Kanal, dann könnten dich diese 7 Stufen interessieren und auch motivieren. Und meine Tochter war damals so zwischen Stufe 4 und 6, eher bei 6. Und ja, wenn du das ansiehst, dann wirst du auch wissen, weshalb, dass sie sich dann befreien konnte. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass die Dualseele meiner Tochter mit ihr den Kontakt aufgenommen hatte. Also, dass er von sich aus auf sie zugegangen ist. Und im Dezember vor einem Jahr, da hatte sie mit ihm Kontakt aufgenommen. Sie wollte einfach wirklich für sich wissen, wie sieht es denn jetzt aus? Sie hatte noch nicht innerlich losgelassen, sie hat es noch nicht übergeben, aber sie wollte jetzt für sich Klarheit schaffen, hat ihn um ein Treffen gebeten und sofort hat er ihr Antwort gegeben und gesagt, hat gerade verschiedene Termine vorgeschlagen und dann haben sie sich zum Kaffee getroffen. Und nach diesem Treffen haben sie den WhatsApp-Kontakt hochgehalten, sie haben sich geschrieben, aber es ging nicht weiter, es folgte dem gar nichts. Und er war damals ja noch in einer Partnerschaft, das wusste sie aber nicht. Und sie hat dann aber gemerkt, es folgt nichts mehr. Und im Frühling hat sie dann wirklich sich gesagt, das wird nichts mehr, er wird nie mehr auf mich zukommen und hat sich dann entschieden, jetzt mache ich den Cut, jetzt gehe ich meinen Weg, es wird niemals mehr etwas werden mit meiner Dualseele. Und so ist sie dann vorangegangen und das Problem ist, dass sie eben den Kontakt aufgenommen hat und dass sie nicht befreit war. Und den Kontakt aufnehmen, das ist ja per se nicht schlecht zwischendurch, damit dass du so abtasten kannst, dich testen kannst, wo stehst du jetzt? Ihr hat es jetzt die Bestätigung gegeben, es wird nichts und das hat sie motiviert, dann wirklich auch die letzten Schritte zu tun. Weil wenn du nicht wirklich befreit bist, dann wird sich deine Dualseele nicht bewegen können, nicht bewegen dürfen. Das passiert unbewusst und ich kann dir sagen, die Dualseele meiner Tochter weiß jetzt noch nicht, dass er ihre Dualseele ist und er ist nicht sehr spirituell interessiert, überhaupt nicht. Im Moment sagt er, für die, die das wollen, ist das okay, aber das ist nicht mein Weg. Ich will davon nichts wissen. Das werden wir dann noch sehen, wie das in Zukunft wird. Die beiden sind ja noch ganz jung. Aber auf jeden Fall braucht es also nicht diese spirituelle Entwicklung, was weiß ich. Es passiert also nichts mehr und sie ist ihren Weg gegangen. Sie hat nochmal mit mir im Herzen gearbeitet und wir haben dann noch beide ein Seminar besucht und dort haben wir dann auch noch den Befreiungscode gelernt. Und da haben wir noch intensiv zusammengearbeitet, haben dann auch noch ganz verschiedene
Dinge entdeckt, die eben wie sich lösen vom Vater, wie sich lösen von der Mutter, wie sich eben auch wirklich tief lösen von der Dualseele. Und noch ganz viele andere Dinge haben wir dann gemacht. Und im Sommer, da war sie dann komplett frei. Und genau vor einem Jahr, wir haben eben in der Nähe immer so einen Markt und der findet immer um den 4. Oktober statt, also gestern war er. Und genau dort haben sie sich ja jährlich gesehen. Das muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Also das ist bei mir gar nicht so und das ist auch bei meinen bekannten Freundinnen, die bereits mit ihrer Dualseele zusammen sind. Und dort hatte ich ja genügend Vorgaben und Paare, echte Paare, die eben sich dann auch radikal komplett innerlich gelöst haben, also es gelöst haben und es nicht einfach als egal abgestempelt. Dazu mache ich dann auch noch ein Video. Und dort im letzten Jahr, da war sie dann frei, sie hat es genossen und sie hat wirklich geschaut, dass sie ihm nicht mehr begegnet, also ihrer Dualseele nicht mehr begegnet. In ihrem Fall ist es ein Er. Und das war dann auch der Punkt, wo er eben ihr geschrieben hat und gefragt hat, bist du auch da? Und hat dann mit ihr Kontakt aufgenommen. Sie haben dann zusammen etwas getrunken, aber ganz alleine, nur sie zwei an einem Tisch, ohne Freunde, ohne irgendjemand. Und daraufhin haben sie dann abgemacht, dass sie doch wieder mal, dass sie sich treffen. Und das hat dann stattgefunden und das nächste und das nächste. Und er war sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr zurückhaltend und das ging dann so weiter, das war eben dann so ein Aufbau, wirklich auf tieferer Ebene haben sie sich wieder kennengelernt, erst richtig kennengelernt eigentlich. Und sie war aber sehr, sehr zurückhaltend, weil sie einfach nie wusste, wird er wieder einfach abzischen, geht er wieder. Und im Dezember dann, Januar, da war es dann endlich so weit, dass sie dann mir gesagt hat, wir sind jetzt offiziell ein Paar, wieder ein Paar. Und jetzt, nach Monaten, hat sie ihn eben gefragt, was hast du eigentlich damals gedacht, als ich vor dir gesessen bin? Und sie hat gesagt, oder er hat gesagt, also ihre Dualseele, ich habe gedacht, ich will sie unbedingt wieder zurückhaben. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich habe gefragt, ja, und weshalb hat er dann sich nicht mehr Mühe gegeben? Dann hat sie gesagt, ja, wir haben ja zusammen geschrieben und er hat gehofft, dass sie nochmal ein Treffen vorschlägt. Und jetzt Achtung, weil er sagt auch, wir sind einfach blöd. Wir Männer sind einfach blöd. Und das sind sicher nicht alle Männer, aber das sind halt Verstandesmenschen. Und ja, keinen Korb riskieren. Also hätte sie das gemacht, wäre das bestimmt noch zu einem weiteren. Also er wollte eigentlich, dass sie quasi ihm die Arme öffnet, die Türen öffnet und dass er sich nur so reinsetzen kann. Und das passiert natürlich nicht. Und das hat sie dann auch nicht gemacht, weil sie musste sich erst befreien. Und diesen Weg hat sie dann genommen, konnte es dann. Und unbewusst dort hat er eben dann gemerkt, dass jetzt kommt nichts mehr von ihr. Jetzt ist es zu Ende. Und danach hat er ebenso auch gedacht, ja, sie will mich nicht mehr. Aber unbewusst hat er eben gespürt, dass sie nicht frei war. Und plötzlich hat er auch gespürt, dass jetzt wirklich nichts mehr kommt. Und da er ja sowieso die ganze Zeit an sie gedacht hat, 4 Jahre lang, da blieb ihm nichts mehr anderes übrig, als jetzt den Kontakt mit ihr selbst zu suchen und halt dieses Risiko einzugehen, dass auch er weiß, jetzt will sie nichts mehr von mir wissen.
Und das hat er dann gemacht und hat sich dann auch unglaublich Mühe gegeben, dass er eben also sie zurückzuerobern, weil er sie offenbar tatsächlich zurückhaben wollte. Und das hat er ihr jetzt bestätigt. Und er hat ihr auch noch etwas anderes bestätigt, aber das werde ich dir dann in einem weiteren Video, werde ich dir dann das auch noch bekannt geben. Auf jeden Fall, jetzt sind sie ein Paar. Sie hat mit dem tief wirksamen Herzki gearbeitet. Sie hat ihre Verletzungen bereinigt. Sie hat ihre Defizite aufgebaut, sie ist in ihren Selbstwert gegangen und sie hat ihre Kindheitsverletzungen gelöst. Und im Frühling vor einem Jahr haben wir dann noch diesen Befreiungscode gelernt und dort haben wir noch intensiv zusammengearbeitet. Und diesen Befreiungscode, den werde ich dann, ich werde ein Seminar machen. Für meine Mitglieder sowieso, sobald dass ich das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, mit den Karten, mit den Düften, das nochmal sehr viel Einsicht gibt in deine Themen und wie du sie findest und wie du das Ganze transformieren kannst, verlinke es dir hier, dann kannst du es dir reservieren. Also das wird Dualseelen noch einmal wirklich den Weg erleichtern, weil wir wollen uns ja befreien, wir wollen ja nicht immer nur gute Ratschläge, wir wollen ja wissen, wie geht es. Und da werde ich so ein Seminar dann machen. Und wenn du jetzt aber gerne auch diesen Weg gehen möchtest und dich befreien möchtest und endgültig genug hast von um den Berg rumdrehen und nie auf diesen Berggipfel zu kommen, dann findest du unter dem Video einen Link, melde dich zu einem Klarheitsgespräch, dann schauen wir, ob ich dir helfen kann und ob du meine Hilfe willst. Ich freue mich aufs nächste Video und ich freue mich über einen Daumen, wenn dir dieses Video gefallen hat und ich freue mich über deinen Kommentar und auch, wenn du diesen Kanal abonnierst. Mach's gut, tschüss! Deine Amanda.